Der Ball der Stadt Mühldorf war ein erster Höhepunkt im kurzen Fasching 2015. Die Mühldorfer vergnügten sich zu bester Tanzmusik der bekannten Band Smile bis spät in die Nacht. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. 500 Gäste begrüßten die Stadttürme im elegant geschmückten Mühldorfer Stadtsaal zum Auftakt des Faschings in der Kreisstadt. Die meisten hatten sich über die Feiertage nicht gesehen und so nutzten sie die Gelegenheit, beim Sektempfang das Neueste auszutauschen. Davon gibt es schließlich genug. Mit einem Video vom Volksfestfeuerwerk des Vorjahres begrüßte die Stadt die Gäste. Eingeblendet die Prinzenpaare der Vorjahre. Moderator Nico Foltin hieß die Gäste zum Ball der Stadt Mühldorf willkommen. Nach kleinen Scherzen über das stürmisch warme Wetter an diesem Tag stellte er das Programm des Abends vor. Bürgermeisterin Marianne Zollner führte dann den Hofstaat der Intaglia bei ihrem Einzug über die Empore an. Auf der Tanzfläche angekommen, hieß Bürgermeisterin Marianne Zollner die Gäste beim Stadtball willkommen. Sie begrüßte besonders Staatsminister Dr. Marcel Huber, dem sie besonders für sein Kommen dankte, weil er an diesem Tag Geburtstag feierte. Willkommen hieß er auch Bundestagsabgeordneten Stefan Mayer, die Landtagsabgeordneten Ehrenbürger und Altbürgermeister Günter Knoblauch, MdL Dr. Martin Huber, Landrat Georg Huber und eine ganze Reihe Bürgermeister von umliegenden Gemeinden, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte, Vertreter von Banken und Wirtschaft und natürlich auch alle anderen, die bei diesem besonderen Ballabend dabei sein wollten. Ihr Dank für die Organisation galt dem Kulturamt mit Walter Gruber und der Intaglia mit Vorstand Sandra Zellhuber. Dank galt auch den Spendern der Preise für die spätere Tombola, deren Erlös dem Mühldorfer Hilfsfonds zugutekommen wird. Intaglia-Vorsitzende Sandra Zellhuber begrüßte die Gäste mit dem Schlachtruf der Intaglia und übergab an Hofmarschall Johannes Träh, der den weiteren Abend moderieren sollte. Der bat die Garde der Intaglia um den Gardemarsch. Johannes Träh bat um die Vorstellung des Prinzenpaares. Als die Leinwand hochging, kamen Prinzessin Sonja II. Vom tanzenden Mehlpalast und Prinz Uli I. vom flotten Handwerk zum Vorschein. Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Sonja II. Vom tanzenden Mehlpalast. Die Gardemädchen holten Bürgermeisterin Marianne Zollner zu sich, die nach 10 Monaten Bürgermeisterschaft den Schlüssel der Stadt abgeben musste. Das nahm sie aber gelassen, weil sie wusste, wer ihn bekommt und auch, dass sie ihn am Aschermittwoch wieder zurückbekommt. Den Schlüssel der Stadt übergab sie an Prinz Uli und für Prinzessin Sonja hatte sie einen Strauß Blumen. Prinzessin und Prinz verlasen die Proklamation für den Fasching 2015. Unsere Devise für die kommenden närrischen Tage ist Jubel, Trubel und Heiterkeit. Wir wünschen uns einen lustigen und stimmungsvollen Fasching 2015, zu dem wir, das können Sie uns glauben, unseren Beitrag leisten werden. Denn wir haben das Gefühl, dass Sie alle sich mit Feuereifer in den kommenden Fasching stürzen werden. Damit diese Zeit aber nicht zu anstrengend für Sie wird, soll das umfunktionierte Heilig-Geist-Spital als neuer Mühldorfer Wellness-Tempel für Ausgleich und Erholung nach den durchzechten Nächten sorgen.
Als Bademeister und Oberaufseher wird Sportreferent Enzinger bestimmt. Dritter Bürgermeister Franz Strohmeier als gelernter Knetmeister darf sich als Masseur vorrangig um die weiblichen Stadträte kümmern. Unterstützt wird er dabei von Oskar Stoiber, der mit seinen feinfühligen, flächendeckenden Händen für sinnlich entspannte Momente aufkommen wird. Die jungen, dynamischen Badenixen Christine Knoblauch, Judith Straube und Karin Zidi-Lenzberger bieten für die männlichen Stadtratmitglieder Kurse in Wassergymnastik und Aquajogging an. Als Aufgussexperte für die gemischte Stadtratssauna wird Uli Niederschweiberer eingesetzt. Gegeben für den Fasching 2015 seine närrische Durchlauf Prinz Uli I. vom Flotten Handwerk und ihre Lieblichkeit Prinzessin Sonja, die vom Tanzen im Mehlpalast. Auf den Mühldorfer Fasching ein dreifach kräftiges Inau! 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 Nachdem sie Bürgermeisterin Marianne Zollner den Hoforden überreicht hatten, zeigten Prinzessin Sonja und Prinz Uli ihren Prinzenwalzer, der sich ganz anders entwickelte, wie er eingangs vermuten ließ. Mit einer Rock'n'Roll-Show vom Feinsten begeisterten sie die Ballgäste. Johannes Trähe dankte Susanne Schwarz und Norbert Meindl, die das Prinzenpaar trainiert hatten. Damit bat er die Gardemädchen, die Gäste zum Ehrenwalzer abzuholen. Mit John Paul Youngs Love is in the Air übernahm die Münchner Showband Smile die Begleitung des Abends und sorgte mit bester Tanzmusik für gute Laune. Davon ließen sich die Gäste gern anstecken und bevölkerten schnell die Tanzfläche. Tanzrunde folgte auf Tanzrunde und die Ballgäste genossen die gute Unterhaltung. Da seit langer Zeit wieder einmal die Bälle in Mühldorf und Walkreiburg nicht am selben Abend stattfanden und zudem die Walkreiburger Hotzocks für das Training des Prinzenpaares verantwortlich waren, waren neben Norbert und Isabella Meindl auch Dirk und Ilse Reider gekommen. Die Gäste hatten ihren Spaß am Mambo No. 5. Pollings Bürgermeister Lorenz Kronberger und Gattin und MDL Dr. Martin Huber mit Freundin Katrin, genauso wie Bürgermeisterin Marianne Zollner mit Weißbräu Wolfgang Unertl. Von Schubecks Teatro ausgeliehen zeigte Irina Pizzur Anmut, Kraft und Beweglichkeit des menschlichen Körpers. Sie ist eine Kontorsionskünstlerin.
Nach ihrem kurzen Auftritt widmeten sich die Ballgäste wieder dem Tanzen, begleitet von magischer Musik, wie Nico Foltin den Walzer Moon River nannte, den Henry Mancini 1961 für den Film Frühstück bei Tiffany's geschrieben hatte und dafür mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Zu Miriam Makebas Pata Pata zeigte Smile den Ballgästen auch in diesem Jahr, wie es richtig geht. Nach Südafrika führte Smile die Ballgäste in die Karibik, von denen inzwischen viele die entspannte Atmosphäre an der Bar genossen. Natürlich ging es auch an diesem Abend nicht ohne Orden ab. Den ersten erhielt zweite Bürgermeisterin Ilse Preisinger Sonntag. Dann die Stadträte Thomas Enzinger und Christine Knoblauch, Ulrich Niederschweiberer, Stefan Lasner, Rupert Riegam, Dr. Norbert Schön, Christa Schmidbauer, Andreas Seifinger, dann Altbürgermeister und Ehrenbürger Günter Knoblauch, Bundestagsabgeordneter Stefan Mayer, MDL Dr. Martin Huber und schließlich Staatsminister Dr. Marcel Huber. Da Dr. Marcel Huber Geburtstag hatte, gratulierte Johannes Trä und die Smile schloss sich mit einem Ständchen an. Zweite Bürgermeisterin Ilse Preisinger Sonntag gratulierte im Namen der Mühldorfer CSU mit einer kleinen Torte. Diesen Glückwünschen schlossen sich die Stadträte der CSU an. Und auch wenn sie nicht zur CSU gehört, gratulierte Bürgermeisterin Marianne Zollner im Namen der Stadt. Weiter ging es mit Orden für Stadträtin und Seniorenreferentin Marianne Pfaffeneder, Bezirksrätin Claudia Hausberger, Landrat Georg Huber, Kulturamtschef Walter Gruber, Ordnungsamtschef Fritz Waldinger, Hauptamtschef Walter Springer, Rechtsamtschef Lorenz Angermann, Bauamtschef Richard Fasser, Bahn-Bayern-Chef Klaus-Dieter Josel, Polizeioberrat Robert Anderl und viele, viele weitere aus Behörden, Wirtschaft und Banken. Auf eine ganze Reihe Ordensempfänger musste Johannes Trä allerdings verzichten, weil sie entweder nicht gekommen waren oder sich schon an die Bar zurückgezogen hatten. Dann überließ die Intaglia die Tanzfläche wieder Smile und den Ballgästen. In einer weiteren Tanzpause gab es noch einmal Orden. Insgesamt so viele, dass der Nahalla-Marsch im Hintergrund nicht ausreichte und neu gestartet werden musste. So dankte Prinz Uli dann auch den Ballgästen für ihre Geduld und überließ ihnen wieder die Tanzfläche. Das Maskottchen der Dance Nation kündigte zu später Stunde den zweiten Showteil an, der unter dem Motto Come and Dance, lebe deinen Traum steht. Das Mädchen möchte gern mittanzen, auch wenn es ihr Vater verbietet. Hör auf zum Tanzen und geh ins Bett. Aber Papa, es ist doch mein Traum. Im Traum ist sie dann doch dabei. Das Happy End folgt am nächsten Morgen, als ihr Vater sieht, wie schön das alles ist und doch seine Zustimmung erteilt.
Die 22 Tänzerinnen und Tänzer bringen ein Feuerwerk an Tanzkunst und Akrobatik auf die Bühne. Für den weiteren Abend gehörte die Tanzfläche den Ballgästen, die bis auf eine kurze Unterbrechung durch die Verlosung der Tombola-Preise bis in den frühen Morgen hinein die gute Laune und beste Stimmung genossen. Smile sorgte für ausgelassene Stimmung und so mancher Tänzer lief dazu einer Form auf, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Es war wieder ein eleganter Ball, dieser Ball der Stadt Mühldorf. Eine kurze Begrüßung, eine Intaglia in Hochform, eine hochklassige Showeinlage und viel beste Tanzmusik sorgten für einen Ballabend, an dem die Gäste ihr Vergnügen hatten. Ein würdiger Auftakt für den Fasching 2015.